Ja, liebe Fußballfreunde, Saisonpremiere in der Verbandsliga für die SG Bad Wildungen Friedrichstein. Heute steht das Spiel gegen den 1. FC Schwalmstadt auf dem Plan. Hier haben wir den Abteilungsleiter Michael Neuhaus. Hallo Michael. Hallo. Gleich ein Knaller, das erste Heimspiel. Der Vorjahresvizemeister kommt hier nach Alt-Wildungen. Was denkst du denn, wie das Spiel heute für euch laufen wird? Gut, da können wir uns hinterher drüber unterhalten. Ne? Ist für uns ja alles Neuland, die ganze Klasse. Ich denke mal, dass wir so ein bisschen auch eine unbekannte Größe sind für Schwalmstadt. Wir haben zwar letztes Jahr gegen Schwalmstadt 2 gespielt. Ich denke mal, von daher sind die Informationen auch an die erste Mannschaft weitergegeben. Die Mannschaft hat sich ja im Kern nicht verändert. Ich freue mich persönlich für die Spieler, für die Mannschaft, für die Zuschauer in hier Bad Wildungen, auch das Umfeld, dass wir Verbandsliga spielen dürfen und dass wir gegen viele neue Mannschaften spielen können. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht auch über das Jahr hinaus schaffen werden. Mit unseren Möglichkeiten, mit den Mitteln, die wir haben, bodenständige Arbeit, denke ich mal, bodenständiger Fußball. Und ich hoffe, die Zuschauer akzeptieren das auch, dass wir vielleicht mit den ganz Großen nicht mithalten können. Aber wir holen sie alle hier nach Alt-Wildungen auf den Sportplatz. Ja, ihr seid ja, glaube ich, zufriedenstellend in die Saison gestartet. Vergangene Woche das Unentschieden gegen Lehnertz war sicherlich ein Erfolg für euch. Hat die Mannschaft schon was mitgenommen von dem ersten Spiel? Wie ist so das Gefühl? Wie gehen die heute in das Spiel rein? Also ich denke, man hat in Lehnertz schon gesehen in den ersten 20 Minuten, dass man erstmal sich orientieren musste als Spieler. Wie stark ist mein Gegenspieler, wie schnell ist das Tempo? Haben ja auch mit dem Tor, was wirklich total blöd war, auch vielleicht ein bisschen Lehrgeld bezahlt, obwohl jeder andere da auch wahrscheinlich genauso reagiert hätte wie der Sven in der Szene. Aber die Mannschaft hat sich toll in das Spiel gekämpft. Es war ja auch sehr warm. Die haben natürlich hervorragende Einzelspieler, die immer ein Spiel entscheiden können. Uns wurde dazu getragen, dass da auch vier Hessenligaspieler dabei waren, die zum erweiterten Kader gehören da, die einen Tag vorher gespielt haben. Und das hat man schon gemerkt. Und von daher Kompliment an die Mannschaft, so wie sie da aufgetreten ist, hat konditionell mitgehalten und hätte am Ende gewinnen können, aber auch verlieren können. Von daher unterm Strich das Unentschieden, so kam es ja auch rüber, war absolut in Ordnung. Ja, du sagtest eingangs, die Mannschaft hat sich nicht so sehr verändert. Ihr geht ja stringent euren Weg, so wie ihr auch im letzten Jahr aufgestiegen seid. Große Einkäufe, große neue Namen vermisst man trotz der Verbandsliga. Ihr bleibt bodenständig und denke mal, Ziel Klassenerhalt ist das Wichtigste mit den vorhandenen Mitteln. So ist es. Also bleiben wir auch dabei. Wir haben sicherlich Verstärkungen. Das sind alles Jungs aus den Nachbarvereinen, die es einfach wagen wollen, Verbandsliga zu spielen. Selbst für unsere Mannschaft ist es ja Neuland. Das ist ja auch was ganz Neues, also auch eine riesige Erfahrung. Wenn du so willst, sind das ja auch alles Neulinge in der Klasse. Und es geht nur über die Teamarbeit. Das ist auch so rübergekommen vom Vorstandsseite aus. Das geht nur über die Teamarbeit, versuchen die Klasse anzugehen. Und ja, das ist, wir bleiben bei unseren Strukturen. Alles andere würde hier auf Dauer nicht zielführend sein. Ja, da sind wir mal gespannt, wie sich heute der Vorjahresvizemeister hier präsentieren wird in Alt-Wildungen. Auftakt für die Schwalmstädter war mal mächtig daneben gegangen. Eine 5:0 Klatsche, muss man schon sagen, gegen die Junglöwen, gegen die Reserve des KSV Hessen-Kassel. Michael, dein Tipp fürs heutige Spiel zum Abschluss? Ich tippe mit dem Unentschieden. Wenn wir Glück haben, wenn wir ganz viel Glück haben, gewinnen wir. Und wenn wir Pech haben, verlieren wir. Okay, sehr vielsagend. Schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht. Viel Spaß. Bis später. Vielen Dank. Ja, liebe Fußballfreunde, FUPA TV, heute eine Premiere, gleichzeitig eine Premiere hier in Alt-Wildungen. Die SG Bad Wildungen Friedrichstein, heute das erste Heimspiel als Verbandsligist. Und zum Auftakt gibt es gleich eine richtig dicke Nummer hier. Der Vorjahresvizemeister, der 1. FC Schwalmstadt, läuft hier auf. Und die Schwalmstädter haben was gut zu machen. Am vergangenen Sonntag gab es eine hohe, unerwartete 5:0 Heimniederlage gegen den KSV Hessen-Kassel. Die zweite Mannschaft. Und jetzt ist Anpfiff. Bad Wildungen mit einem 1:1 in die Saison gestartet in Lehnertz und will heute die Serie fortsetzen. Seien wir gespannt. Heute SG Bad Wildungen Friedrichstein gegen den 1. FC Schwalmstadt. Guten Abend. Morgen im Laufe des Tages. Vormittag nicht. Weil gut. Vorher, wenn man alles klar, danke. Den haben wir natürlich schön drauf und auch schön nah.
Ja, sowas musst du reinschneiden, ne, meine Gott. Weil da waren auch Wildungen, die da oben standen. Ja. Nee, ich bin von. Ich bin Altenlohr. Nee, ich wollte da hin und habe keine Dreherlaubnis gekriegt. Ja, genau. Wir hatten telefoniert und dann genau. Ich erst mit den anderen reden und dann war halt weiter, Junge, komm! Noch Anmerkungen hast oder so weiter, damit man die noch mal schnell nachschneiden kann. Weil das Hochladen ist ja bei der Menge dann beim Zusammenschnitt bei, ich sag mal, 6, 8, 10 Minuten ja nun nicht die große Masse. Wo du sagst, Mensch, ja, können wir so lassen oder musst du einen Kommentar reinsprechen oder so. Ja. Das heißt, ich schneide das heute noch und lasse das morgen früh hochladen. Also, weil bis wir zu Hause sind und. Ja. Weil von dir das Logo noch. Wie läuft das jetzt dein Radio? Von der? Komm, fest ab! Schneller reagieren. Ne? Obwohl, weißt du, was für sowas auch nicht schlecht ist? Markus? Eine Kamera fahren, die sind auch nicht so teuer. Wenn wir weiter hier machen, deine Kamera. Wo du auf Hof und Neiden und mitfahren kannst, ah, weißt du, dann brauchst du keinen Fotos. Das hört sich so nach Hinterland an. Hört sich schon nach Dautze und sowas an. Ja, den Knaller dabei haben sie es doch weiß wie oft wiederholt. Das ist wohl so. Ja.
Das Schöne ist ja. Der 1. FC Schwalmstadt gewinnt 2:0 bei der SG Bad Wildungen Friedrichstein. Die Gastgeber waren das stärkere Team in der ersten 45 Minuten, in der ersten Hälfte, hatten 4 oder 5 hochkarätige Chancen. Der Kevin Bartling, 3 ganz gute Dinger, die er vergeben hat. Jörg Schäfer, die Sicht jetzt nach dem Spiel, trauert man der ersten Halbzeit oder den vergebenen Chancen nach? Wie geht man da dran? Ja, also ich denke, wie schon mal erwähnt, ich habe das Spiel eigentlich so erwartet, dass also Schwalmstadt, wie gesagt, die schon mehr Spielanteile hat. Klar, da haben sie einfach dann auch gute Möglichkeiten, um das so zu gestalten. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass wir in der ersten Halbzeit aber klare Torchancen hatten und auch 3-4 richtig gute Torchancen haben, müssen wir da einfach versuchen, ein Tor zu machen. Ich denke, das beflügelt dann auch nochmal ein Stück weit. Haben wir halt nicht gemacht, haben es versäumt, da vielleicht mal in Führung zu gehen. Und wie dann so ein Spiel dann halt läuft, denke ich, hat die zweite Halbzeit dann im Endeffekt, ja, Schwalmstadt natürlich schon ein bisschen in die Karten gespielt. Die Tore, wie sie gefallen sind, natürlich äußerst unglücklich. Und okay, hinten raus hätte es dann vielleicht das eine oder andere Kontertor noch geben können. Aber ich denke, mit dem 2-0, klar, aufgrund der starken ersten Halbzeit hätte man, oder hatten wir auf den Punkt gehofft, denke ich, das wäre schon eine riesen Überraschung gewesen. Aber so ist es halt bitter. Im ersten Moment. Christoph Keim, Glückwunsch zum Sieg, heute zum ersten Saisonsieg. War ja für die Außenstehenden schon komisch, als man gehört hat, eine 5:0 Niederlage zu Hause gegen Kassel, sicherlich eine starke Mannschaft. Dennoch für ein Spitzenteam sicherlich auch eine schwierige Situation. Wie sind Sie heute in das Spiel hier reingegangen, Bad Wildungen? Ja, wir wussten, wie der Trainerkollege das eben schon gesagt hat, dass es ein schwieriges Spiel wird, dass der Gegner tief steht. Ja, dessen waren wir uns bewusst, dass er halt mit Nadelstichen, mit den schnellen Konterspielern ihre Möglichkeiten halt suchen. Die haben sie dann auch gehabt. Das ist ein Punkt, den ich meiner Mannschaft vorwerfen muss, weil wir zu viele Chancen zugelassen haben. Das war auch ein Punkt gegen Hessen-Kassel. Und haben wir dann halt auch mit Mann und Maus die Situation dann halt noch klären müssen. Hatten wir ein Stück weit Glück gehabt. Aber nichtsdestotrotz haben wir 90 Minuten mehr für das Spiel getan. Und verdienen dann auch hinten raus die Tore gemacht und müssen ja vielleicht sogar letztendlich hinten raus noch 2. Tore mehr machen. Wie war es in der Halbzeit nach so einer, nach den ersten 45 Minuten? Klare Ansprache in der Halbzeit, dass hier schon auch mehr getan werden muss. Wie geht man da rein in die zweite Halbzeit, wenn es in der ersten Halbzeit schon so aussah, dass die Bad Wildungen optische auf jeden Fall Überlegenheit hatten, 3 hochkarätige Chancen? Wie geht man dann da raus? Ja, das Entscheidende ist ja, wie die Möglichkeiten entstanden sind. Die sind allesamt durch Fehler in unserem Spielaufbau entstanden. Dann hat Bad Wildungen Räume gehabt und sind schneller da reingestoßen. Das sind die Dinge, die wir sachlich angesprochen haben in der Halbzeit, dass wir da im Spielaufbau anders zu Werke gehen müssen, mehr Ruhe und mehr Geduld an der Kugel haben müssen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Deswegen haben wir uns dann auch hochverdient die Chancen rausgespielt. Und das sind die Punkte, die wir in der Halbzeit angesprochen haben. Mhm. Macht der Sieg heute die Niederlage vom Sonntag vergessen? Und wie geht es jetzt weiter am Sonntag in Lehnarz bei einem Aufsteiger? Hat die Mannschaft das 5:0 verkraftet oder war das einfach auch so, dass die Mannschaft gesagt hat, ja, wir haben hier gegen eine richtig starke Truppe der Junglöwen gespielt, da kann man verlieren, ist nicht schlimm, wir gehen jetzt stringent unseren Weg weiter. Ja, das war definitiv der Fall, aber Fakt ist, dass wir da halt nicht so aufgetreten sind, wie ich mir das vorgestellt habe gegen Kassel. Da haben Grundtugenden gefehlt über 90 Minuten. Vielleicht war da auch bei dem einen oder anderen noch ein Stück weit die Relegation die letzte Saison im Kopf. Haben wir dann am Montag beim Auslaufen vorher drüber gesprochen und das war auch tatsächlich der Fall gewesen. Mit dem Anpfiff gegen Hessen-Kassel kamen dann alte Erinnerungen wieder hoch, gerade in einem Heimspiel, die ich so nicht erwartet hatte. Die haben wir aufgearbeitet und von daher war es mit Sicherheit
weit, ja, wie so ein Stück weit Befreiung, dass das erste Tor gefallen ist. Das muss man ganz klar so sehen, wie die Jungs hier am 16er dann sich gefreut haben und gejubelt haben. Und der erste Schritt ist getan. Aber wir werden mit Sicherheit nicht die Mannschaft in der Saison sein, die wie ein Jet nach oben steigt und die Liga von oben beherrscht. Dafür haben wir mit André Meyer einen starken Spieler verloren und nur junge, talentierte Spieler dazu bekommen. Das muss erstmal fruchten und das braucht ein Stück weit Zeit. Jetzt gehen wir natürlich gestärkt mit den 3 Punkten heute nach Hause und bereiten uns gut auf Lenartz am Sonntag vor. Ja, Jörg, ihr habt ja im Auftaktspiel einen Punkt geholt, war da glaube ich recht zufrieden mit, seit definitiv nicht mit einem Negativerlebnis reingestartet. Heute jetzt die Niederlage, ihr müsst am Sonntag in Melsungen antreten. Wie sieht es da aus, wie ist die Devise für den Sonntag? Ja gut, ich denke, dass wir die ersten beiden Spiele in Lenartz, sowohl auch heute, ich denke, eine sehr, sehr ordentliche Leistung geliefert haben, in Lenartz mit Sicherheit auch guten Fußball gespielt haben, auch gute Tormöglichkeiten gehabt haben. Wenn wir da ein bisschen Glück haben, gewinnen wir auch in Lenartz und das wäre auch nicht mal unverdient gewesen. Heute ist es, wie angesprochen, so gewesen, dass wir auch wieder eigentlich die Mannschaft waren, die zuerst gute Möglichkeiten hatte, haben sie nicht genutzt. Gut, das ist im Moment vielleicht noch so ein bisschen Lehrgeld, was wir zahlen und was natürlich in der Klasse einfach bestraft wird. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das schnell besser machen, dass wir das natürlich werden wir so ansprechen, dass wir da vielleicht konsequenter werden im Torabschluss. Und ich denke, wenn wir dann einfach auch in so einem Spiel mal in Führung gehen, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, da Punkte zu holen. Und das Gleiche gilt jetzt im Endeffekt für Melsungen. Also wir brauchen jetzt kein Trübsalblasen. Wir haben zweimal sehr, sehr ordentlich gespielt heute gegen eine sehr, sehr ambitionierte Mannschaft, natürlich mit viel Qualität. Haben wir uns sehr, sehr gut verkauft, denke ich. Und das werden wir in Melsungen auch probieren. Dann mal gucken, was rauskommt. Ja, dann wünsche ich beiden Trainern am Wochenende viel Erfolg. Wir verabschieden uns heute aus Bad Wildungen, unsere Premiere, Fußball TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut.